solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das blutig ist. An und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Das Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen, wieder einmal in leuchtendem Rot. Das wird hier ein attraktives Spiel werden zwischen diesen beiden Top-Mannschaften. Wir dürfen sicher sein, wir erleben hier heute Fußball auf ganz hohem Niveau. Und wenn sich die beiden Teams neutralisieren sollten, dann geschieht das mit Sicherheit auf einem Level, von dem wir sagen, ja, das ist mit das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Los geht's. Auf ein Wort, Hansi. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Der Mann, von dem Sie zurzeit alle sprechen, ist Harry Kane. Er funktioniert in der Position neben dem zentralen Angreifer genauso gut wie als Mittelstürmer selbst. Ja, er wird auf jeden Fall versuchen, mindestens ein, zwei Tore zu machen. Da steigt er hoch. Da hat er verpasst, noch ein richtig schickes Schleifchen dran zu binden. Campbell. Pausen. Und der Konter läuft. Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war. Eine ganz starke Abwehraktion. In diesen Situationen muss alles passen. Richtig stark gemacht von Orban. Es geht über die rechte Seite. Er hat ihn auf den Fuß und er zieht ab. Ab nach vorn und hoffen. Noch immer hat der Ball nicht den Weg in eines der Tore gefunden. Yusuf Paulsen. Raus aus dem Gefahrenbereich. So jagt man heute den Ball. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Orban. Campbell. Goretzka. Harry Kane. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Es bleibt beim Versuch. Sie kommen mit dem Ball nicht weiter nach vorn. Und er dribbelt und dribbelt und da ist die Chance. Es fehlt nur Millimeter zum Tor. Ja,
Da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Dyer. Serge Gnabry. Rüber, nach rechts. Campbell. Yusuf Paulsen. Da verheddert er sich. Dyer. Kimmich. Serge Gnabry. Goretzka. Der Hurricane himself. Er schießt. Was für ein dicker Klops. Schießt ihn aufs Tor. Großartig vom Keeper. Goretzka hat da eigentlich alles richtig. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Schade, dass sie jetzt in die Kabine müssen. Die hatten einen richtig guten Lauf in den letzten Minuten. Ich bin mir sicher, die hätten gerne weitergespielt. Beide Treffer. Alles ist wieder bereit. Die erste Hälfte, die blieb torlos. Irgendjemand, ich bin sehr gespannt darauf, wird doch wohl höheres Risiko gehen. Pause. Schönes Ding. Und geklärt. Tja, da war halt keine Lücke in der gegnerischen Abwehr. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Dyer. Gnabry. Schwacher Pass. Er den Ball kontrolliert. Kimmich. Dyer. Er findet Kimmich. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Paulsen. Es ist immer noch nichts passiert, noch immer keine Tore. Campbell. Dyer. Holt ihn sich wieder. Dyer. Serge Gnabry. Dyer. Versucht es mit dem langen Schlag. Der Assistent lässt die Fahne unten. Achtung, und er ist in der Luft. Klasse Parade. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. So, jetzt wird wohl gewechselt. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen Zug. Er faustet ihn raus. Und ein Schuss. Da haben sie echt noch mal die Chance. Schlauer. Goretzka.
Sané. Orban sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Guerrero mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Dyer. Sehr schnabrig. Er zieht durch. Das war klar. Gut gemacht. Gnabry sucht immer wieder den Anschluss. Und wenn er eine Möglichkeit sieht, dann lässt er sie garantiert nicht ungenutzt verstreichen. Jetzt muss er nur noch treffen. Gleich wird erneut gewechselt. Die Schlussphase hat begonnen und ich glaube, wir werden jetzt viele, viele hohe Bälle sehen. Denn dafür bringt man ja einen Mann wie ihn. Wie heißt es so unschön, das Salz in der Suppe sind die Tore? Bisher haben wir keins gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das beim Schlusspfiff immer noch so ist. Upamecano. Gefährlich, wenn er den kriegt. Harry Kane, das Schlitzohr. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden noch mal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Da hat er den Überblick behalten. Serge Gnabry. Freistoß FC Bayern. Fußballkünstler. Den muss er machen. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Die Begegnung endet 0:0. Das, denke ich, sagt alles über das Spiel.